denn es winkt gegen Unterhaching eine absolute Top-Partie. Hä? Sagen Sie? Ja, sagen wir. Und zwar dann, wenn man sich einfach nur mal die Tabelle der letzten 10 Spieltage anschaut. Danach nämlich ist die Spielvereinigung Unterhaching in diesem Zeitraum das erfolgreichste Team mit 22 Punkten. Und auch die Aachener immerhin in dieser Zeit sehr erfolgreich, konnten nämlich 20 Zähler einsammeln. So gesehen also ein echtes Spitzenspiel und mit dabei war endlich auch mal wieder ein echter Spitzenmann. Jürgen Schmitz klärt sie auf. Der kleine Willi Landgraf war heute mal wieder in der Anfangsformation. Der Rekordspieler der zweiten Liga wurde vor ein paar Tagen erst noch ganz besonders geehrt. Er wurde zum Sportler des Jahres in Aachen ernannt. Das ist aber sicher nicht der Grund, warum das Kraftpaket heute spielen durfte, sondern die Tatsache, dass mit Cichone und Pinto die halbe Viererkette ausfiel. Deshalb verteidigte Neu heute links und Kasper rutschte in die Mitte zu Klitzbeeren. Und die Aachener in den schwarzen Trikots gingen gleich mit Vollgas in diese Partie. Regekampf auf Schlaudraff. Na, dem lassen sie aber viel Platz da im eigenen 16er. Und Herwagen bügelt die lästige Abwehrarbeit seiner Vorderleute aus. Also, dass dieser Schlaudraff schon neunmal getroffen hat, das sollte sich auch bis Unterhaching herumgesprochen haben. Warum Omodiakbe da nur stellt, anstatt richtig hinzugehen, bleibt sein Geheimnis. Weiter die Alemannia. Zumeist ging es über die linke Seite mit Schlaudraff und Emil Noll. Fjell. Endlich mal ein Seitenwechsel. Rüber auf die rechte Seite zu Willi Landgraf. Und er wird gefoult von Kigani. Klar, das gibt einen Freistoß. Es war nur eine minimale Berührung, aber die reicht so einem alten Fuchs wie Landgraf, um sofort zu fallen. Und diese Standardsituationen sind bei Aachen ja brandgefährlich. Schon 14 Mal haben sie hieraus ein Tor erzielt. Keine Mannschaft der Liga ist so stark. Fjell, dann Klitzbeerer, Rösler und Herwagen im Glück nach 8 Spielminuten. Da blieb dem Keeper der Spielvereinigung gar keine Zeit mehr zu reagieren. Er hat einfach Glück, dass Rösler ihn hier anschießt. Der Ex-Fürther ist ja gemeinsam mit Kollege Schlaudraff der Topscorer der Liga. Aber auch für ihn war da keine Zeit, die Kugel besser zu platzieren. Harry Deutinger zu diesem Zeitpunkt wohl schon etwas in Sorge, aber noch stand ja die Null und das war sein Ziel. Hier möglichst lange ohne Gegentor zu bleiben und dann vielleicht einen guten Konter zu setzen. Taktisch agierte Unterhaching betont defensiv. Mit Christoph Theinert war nur eine Spitze aufgestellt. Nach 10 Minuten kamen die Gäste erstmals über die Mittellinie und da haben wir Theinert, gut 20 Meter, kein Problem für Christian nicht. Letzte Woche verlor die Alemannia ja mit 1:2 in Karlsruhe und Dieter Hecking war anschließend restlos bedient. Ich bin froh, dass wir da verloren haben, hat er gesagt. Wenn wir da noch einen Punkt geholt hätten, dann hätten wir uns am Ende wohl noch selbst beweihräuchert. Heute sollten seine Jungs wieder die nötige Spannung aufbauen und man konnte es tatsächlich sehen. Die Alemannia war richtig aggressiv. Sie setzten früh nach, gingen schnell in die Zweikämpfe. Regekampf. Noll. Und hier gibt es jetzt Eckball für Alemannia Aachen nach der Grätsche von Paul Tomek. Und schon haben sich alle kopfballstarken Aachener mal wieder im gegnerischen 16 Meter versammelt. Und die Ecke wird hereingebracht von Regekampf. Da kommt Kasper herangeflogen. Er ist ja der Shootingstar der Alemannia in dieser Saison. Er kann defensiv alles spielen und schaltet sich immer wieder bei Standards mit ein. Hier war die Flugbahn des Balles vom Mathe-Studenten Kasper nicht exakt genug berechnet worden. Die Gäste aus Unterhaching sind ja seit Wochen in bestechender Form. Nur eins der letzten 8 Spiele haben sie überhaupt verloren, aber heute waren sie bislang sehr, sehr harmlos. Aachen hatte wenig Mühe, die zaghaften Angriffe abzufangen. Und dann gab es endlich mal richtig viel Platz für den schnellen Schlaudraff. Da ist er, gegen Omodiakbe. Schlaudraff, Zweikampfsieger. Und wieder der Versuch eines Schlenzers. Warum versucht er es nicht mal mit dem Vollspann aus gut 18 Metern? Aachens Trainer Dieter Hecking ging es hier nicht schnell genug. Die Gäste nahmen geschickt immer wieder das Tempo aus dem Spiel. Freistoß, Fjell. Und da hinten lauert der Mannschaftskapitän Erik Meyer. Wow, mit rechts, mein lieber Mann. Hätte man ihm gar nicht zugetraut. Dieser Erik Meyer will ja Ende der Saison aufhören, aber ich bin sicher, da wird Manager Schmadtke sicher noch ein Wörtchen mit ihm reden wollen. Nochmal die Hachinger.
Die waren bemüht, das 0:0 in die Pause zu retten. Rösler gegen Tautscher. Und Rösler wird quasi überrannt. Ein taktisches Foul, klar, aber dieser Tautscher war schon vorbestraft. Und da blieb Schiedsrichter Winkmann nichts anderes übrig, als die Ampelkarte zu zücken. Ab der 40. Spielminute war Unterhaching also nur noch mit 10 Mann auf dem Platz. Und der Grund, dieses rüde Einsteigen von Reiko Tautscher an der Mittellinie. 5 Minuten noch zu spielen und Aachen nahm einen neuen Anlauf, hier endlich das 1:0 zu erzielen. Schlaudraff, nicht so effektiv bislang wie in den letzten Wochen, dafür aber hier mit viel Übersicht. Toll gemacht, Regekampf. Und er hat keine Übersicht. Den kann der kleine Dribbler nämlich auch auflegen für Meier, der im Rückraum mitgelaufen war. Der Winkel war spitz und die Ecke hatte Ehrwagen doch ziemlich dicht gemacht. Die Gastgeber vergaßen jegliche Vorsicht. Jeder stürmte mit. Kasper. Regekampf. Erik Meier, der hat ein Auge für Fjell und Heerwagen. Toll. Diese Parade. Schlaudraff kommt da nicht mehr sauber an den Ball. Heerwagen bislang der beste Hachinger. Auch wenn dieser Ball nicht schwer zu halten war. Aber toll, die Übersicht von Aachens Kapitän, der mustergültig auflegt. Aber Fjell schießt dann genau mittig auf den Torwart. Mit 0:0 ging es dann auch in die Kabine. Wir machen hier 5 Minuten Pause. Zeit genug für Sie, uns eine SMS zu schicken. Wenn Sie wissen, wie viele Trainer entlassen worden sind in dieser Saison in der zweiten Bundesliga, dann schicken Sie eine SMS. Liga A, wenn Sie glauben, es sind 7. Liga B, wenn Sie meinen, keiner. Es lohnt sich, 10.600 Euro sind im Jackpot. Sind Sie Fußballexperte? Dann testen Sie Ihr Wissen mit dem Kicker Fußballquiz auf nationaler und internationaler Ebene. Senden Sie eine SMS mit Liga an 43210. Viel Spaß! Gleich geht's weiter mit Hasseröder Premium Pilz. Minuten Höhepunkt. Jetzt die zweite Bundesliga. Live wetten. Bet and Win. Die Sportwette im Internet. Mit ihren Seelen wollten sie Besitz von ihm ergreifen. Doch sie alle sollten ihm unterlegen sein. Der neue Renault Clio. Woher nimmt er diese Kraft? Renault und Alonso, Weltmeister in der Formel 1. Es ist Zeit für erstklassige Unterhaltung. Die besten US-Serien in deutscher Erstausstrahlung. Schon gut. Hollywood-Blockbuster ohne Werbeunterbrechung und Spitzensport live. Jetzt exklusiv zu jedem Abo alle Spiele der Bundesliga-Rückrunde, UEFA Champions League und FIFA WM 2006 live. Für einmalig nur 49 Euro. Rufen Sie gleich an 0180 55 100 00. Sehr gut. Tor verpassen. Die Bundesliga-Rückrunde, UEFA Champions League und FIFA WM 2006 live. Für einmalig nur 49 Euro. Gleich anrufen 0180 55 100 00. Mit Köstritzer Rosenstolz live erleben. Köstritzer Schwarzbier. Das Schwarze mit der blonden Seele. Gewinnen Sie mit Preisen inklusive Meet and Greet. Teilnahme unter 0180 52 33352. Sie haben das Recht zu schweigen. Sie haben das Recht, Nein zu sagen. Sie haben das Recht zu gehen. Sie haben das Recht zu feiern. Sie haben das Recht zu schlafen.
Und Sie haben das Recht, sofort zu wissen, ob Sie Recht haben. Der Allianz Rechtsschutz mit 24 Stunden Anwaltsberatung. Ab 3,89 Euro im Monat. Hoffentlich Allianz. Guten Morgen. Morgen. Glück kann jeden treffen. Spielen Sie mit bei der NKL und gewinnen Sie einen von über 150 Millionen Gewinnen. NKL, wir machen Millionäre. Haben Sie schon Ihr Los? DSF empfiehlt den Lotto-Online-Service xlwin.de. Denn 1000 Lottochancen im Monat sind besser als nur eine einzige. Machen Sie Ihr Glück. Jetzt anmelden und 1000 XL-Chancen nutzen. Bequem, schnell, günstig. xlwin.de. Tänzchen gefällig? Vor dem Spitzenderby in München öffnet Greuther Fürth die Treffkiste. Ich denke, dass er mit Sicherheit einen Punkt, wenn jetzt sogar drei drin sind. Selbstbewusste Fürther bei angeschlagenen Löwen. Hattrick Live. 1860 München gegen Greuther Fürth. Morgen 19.45 Uhr im DSF. Hattrick wird Ihnen präsentiert vom neuen Suzuki Swift. Begeistert vom Leben. Ich hasse sowieso nichts. Und Hasseröder Premium Pilz. Bundesliga der Sonntag. Wolfsburg gegen Gladbach. Der eine will raus aus dem Tabellenkeller. Der andere rein in den UEFA Cup. Drei Punkte machen's möglich. Außerdem Hannover gegen Nürnberg. Mintal wieder weg. Reicht's trotzdem für den nächsten Clubsieg? Bundesliga der Sonntag. Gleich im DSF. Bereit für Bundesliga der Sonntag. Seien Sie dabei mit T-Com. DSF, mittendrin statt nur dabei. Jetzt geht's weiter mit dem neuen Suzuki Swift. Begeistert vom Leben. Zurück in Willis Wohnzimmer, dem Aachener Tivoli. Der kleine Publikumsliebling fühlt sich hier übrigens so wohl, dass er jetzt laut überlegt, ob er nicht doch noch eine Saison dranhängt. Er hat ja da so einen Traum. Einmal im Westfalenstadion ein Kopfballtor erzielen, das wär's. Aber dafür muss Alemannia aufsteigen. Und da legt Willi selber Hand an. Willi Landgraf! Was für ein Hammer, nur 60 Sekunden nach dem Wiederanpfiff. Sein 504. Zweitligaspiel und fast hätte er mal wieder getroffen. Nochmal zur Erinnerung, Unterhaching spielte seit der 40. Minute nur noch mit 10 Profis. Und diese Aachener kamen mit ungeheuer viel Schwung aus der Kabine. Irgendwas muss da im Pausentee sein, denn Aachen erzielte weit mehr Tore im zweiten Durchgang als in Hälfte 1. Erik Meyer, ein Holländer versucht's mal, brasilianisch, rege Kampf. Klitschbera verpasst und dann kommt nochmal Regekampf an den Ball. Regekampf, immer noch Regekampf, Herwagen. Klitschbera kommt. 180 Sekunden gespielt in der zweiten Hälfte und die Gäste funken schon mal in der Abwehr. Land unter. Deutingers Taktik, nur abzuwarten, ging nicht wirklich auf, denn Aachen wurde einfach nicht nervös. Die Gäste brauchten selber mal Entlastung. Und da war so ein Angriff. Über den schnellen Theinert. Theinert und Christian nicht. Das war er fast. Der eine Deutinger-Konter, der hier alles auf den Kopf stellen sollte. Und Christian nicht mit dem Glück des Tüchtigen, denn der Ball war schon fast durch seine Beine durch. Aber der linke Oberschenkel war zu dick. Dann aber wieder Aachener Hochgeschwindigkeitsfußball. Schlaudraff. Rösler, Doppelpass mit Schlaudraff. Klasse gemacht. Schlaudraff legt sich den Ball zu weit vor. Oh, wow, wow, das hat wehgetan. Schlaudraff rutscht in Herwagen und dessen Kollegen wollen dann sofort Rache nehmen. Gut, wenn man einen Kapitän wie Meyer hat. Schauen Sie mal, wie der sich da über den kleinen Schlaudraff legt und ihn schützt vor aufgeregten Hachingern. Schlaudraff bekam völlig zu Recht hierfür die gelbe Karte. So muss man nicht mehr in einen Zweikampf gehen, wenn der Keeper schon liegt. Aachen war absolut spielbestimmend. Angetrieben von 18.600 Fans rollte Angriff auf Angriff. Noll gegen Omo, die Jacke. Und dann die Aufregung. Schiedsrichter Winkmann gibt Strafstoß. Und das ist einer der Elfmeter, bei dem jedem klar wird, wie gut es ist, wenn man nicht selber Schiedsrichter ist.
Schauen wir noch mal in die Zeitlupe. Mit der ersten Zeitlupe sieht es tatsächlich so aus, als hätte Omo Diakpe den Ball mit Absicht mit der Hand gespielt. Hier. In der zweiten Zeitlupe sieht es allerdings aus, als wäre es eine fließende Bewegung. Ganz schwer, das zu entscheiden. Und entscheiden kann nur einer, und das ist der Unparteiische. Und der zeigte nun mal auf den Punkt. Regekampf. Tor, Aachen führt. Und der sonst so coole Dieter Hecking lässt die Fassade fallen. 1:0 für die Alemannia durch Laurenzio Regekampf, der wie einst Johann Neeskens den Weg durch die Mitte suchte. Und so hat Christian nicht den Elfmeter gehört. Und an diesen Bildern können Sie erkennen, unter welchem Druck die Aachener stehen. In diesem Jahr muss es einfach klappen mit dem Aufstieg. Und die Hausherren legten gleich nach Fjell. Heerwagen, tolle Parade, aber das Ding ist noch da. Litschwerer, Rösler, Kasper zum ersten, Kasper zum zweiten. Die Führung war längst verdient, hochverdient, auch wie gesagt, wenn der Strafstoß eben umstritten war. Und nur Philipp Heerwagen hielt Unterhaching überhaupt noch im Spiel. Glänzend, was der Kerl heute hielt. Dann war der Arbeitstag von Willi Landgraf zu Ende. Er hatte gut gespielt hinten rechts und für ihn kam Thomas Stehle neu herein. Spitzname von Stehle übrigens die Axt, wo er den wohl her hat. Würden die Hachinger hier nochmal was versuchen? Teinert schickt Lechleiter und Litschwerer holt ihn von den Beinen. Sofort die Entscheidung von Winkmann auf Strafstoß und diesmal gab es gar keine Diskussion. Hecking war sauer, denn Litschwerer kommt da viel zu spät, grätscht auch noch von hinten und trifft nur die Beine von Lechleiter. Keine Diskussion. Eine Viertelstunde vor Schluss, die große Chance für die Gäste zum Ausgleich. So botzig der Kapitän und nicht toll. Starke Parade von Aachens Keeper gegen diesen zugegeben etwas zu lässig getretenen Strafstoß von Sobotzig. Aber irgendwie war sich hier keiner sicher, ob das 1:0 reichen würde. Meier wollte mehr über die Flügel spielen. Es gibt Freistoß. Was macht der Rösler? Von wegen über die Flügel. Hält einfach drauf. Aber Heerwagen hat gut aufgepasst. Rösler hat gesehen, dass Heerwagen einen Tick zu weit vor seinem Kasten stand. Und versucht einfach mal sein Glück. Aber heute ging nicht viel gegen diesen Heerwagen. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Hier ging keiner nach Hause, denn diese Unterhachinger waren zu allem fähig. Steinhardt. Ganz knapp vorbei. Das war's dann aber auch. Aachen gewinnt hochverdient mit 1:0 gegen wirklich tapfer kämpfende Gäste aus Unterhaching, die 50 Minuten lang in Unterzahl spielen mussten. Aachen hatte eine Großzahl von besten Torchancen. Der Siegtreffer allerdings war zumindest umstritten. Mein Kollege Daniel Günther sprach mit dem vermeintlichen Sünder. So war es, Elfmeter zu geben. Ja, vielleicht in Alemannia Aachen, aber ich denke normal, das hat nicht mit Fußball zu tun. Weil das ist ganz normaler Pressschlag und der Ball springt um an. Und sowas als Elfmeter, da muss man ein Spiel vielleicht 30 Elfmeter in jedes Spiel pfeifen. Beim zweiten Elfer gab es keine Diskussionen. Toll gehalten von nicht. Ich habe vorher einen Tipp bekommen, dass er wahrscheinlich da hinschießen könnte. Gut, dass er es jetzt im Endeffekt gemacht hat. So schlecht war er gar nicht geschossen. Das weiß ich nicht, ich habe noch nicht gesehen, aber wenn man die Ecke ahnt, dann ist es auch einfach, auch ganz ordentlich geschossene Bälle da zu halten. Das war natürlich eine Riesenchance gewesen und dann hätte man mit Unterzahl hier in Unterzahl einen Punkt mitgenommen, was aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient gewesen wäre. Dann hätten uns sicherlich einen Riesenschub gegeben. So, natürlich tut es mir leid für die Mannschaft. Harry Deutinger muss sich erstmals nach der Winterpause geschlagen geben. Alemannia Aachen dagegen bleibt weiter auf Kurs Richtung erste Bundesliga. Da war noch eine Menge drin von dem, was Fußball so lecker macht. Fünfter Heimsieg in Folge für Alemannia Aachen. Und jetzt hat man schon so ein bisschen Abstand auf die sogenannten Nicht-Aufstiegsplätze schaffen können. Sieht also richtig gut aus für Dieter Hecking und sein Team. Und der Aachener Trainer stand hinterher. Daniel Günther noch Rede und Antwort. Dieter Hecking 1:0 gewonnen, aber trotz numerischer Überlegenheit war es am Ende noch mal ziemlich knapp. Wieso?
Ja, ich glaube, man hat da wieder gesehen, das alte Phänomen, dass eine Mannschaft, die 70 Minuten hervorragend gespielt hat, die zig Torchancen hatte, legen das zweite Tor nicht nach. Und nach hinten heraus hat man dann schon gemerkt, dass wir nicht die Souveränität hatten, um das Spiel dann eben auch souverän mit Einzelnen über die Bühne zu bringen. Und wenn Haching da die Elfmeterchance nutzt, dann geht man vielleicht nur mit 1-1 nach Hause. So haben wir, denke ich, dann trotzdem verdient gewonnen, weil wir eben über weite Strecken des Spiels doch die bessere Mannschaft waren. Christian Licht hat den Elfmeter gehalten. Er ist die Nummer 1, obwohl die eigentliche Nummer 1, Stefan Straub, wieder gesund ist. Ja gut, es ist so, dass der Christian Licht halt in der Vorrunde wirklich gut gehalten hat. Der Stefan ist dann zurückgekommen. Es bestand für mich keine Veranlassung, da einen Torwarttausch vorzunehmen, weil der Christian eben bewiesen hat, dass er der Nummer 1 gerecht werden kann. Und von daher haben wir da nicht gewechselt. Und wenn man dann, ist natürlich auch für einen Torwart kein leichtes Spiel, wenn man 70 Minuten nicht gefordert wird und keinen Ball halten muss. Und dann kommt dieser Elfmeter und er hält ihn. Das spricht natürlich auch ihm eine gewisse Qualität zu. Freiburg hat verloren heute, die Alemannia gewonnen. Man hat so ein klein bisschen sich da oben festgesetzt. Wird es am Ende reichen? Ja, das Ende ist ja noch weit hin. Es sind noch 14 Spieltage und wir haben heute gesehen, wie jede Mannschaft heiß ist, auf die oben stehende Mannschaften zu punkten. Allerdings bei den anderen geht es genauso. Jeder muss wirklich von den Spitzenmannschaften oder von denen, die es sein wollen, in jedem Spieltag 100% abrufen. Wenn das gelingt, haben diese Mannschaften, die jetzt vorstehen, sicherlich eine Qualität, die sie berechtigen, aufzusteigen. Gelingt es nicht, werden die anderen Mannschaften dran vorbeiziehen. Und das ist halt unser Ziel, dass wir an jedem Spieltag unser Potenzial abrufen, um möglichst viele, viele Punkte zu holen. Dankeschön, die Decke. Alles klar. Ja, vielen Dank auch. Also, so sieht im Moment die Tabelle nach dem 20. Spieltag aus. Zeigen wir Ihnen gleich. Vorher werfen wir natürlich, wie Sie das kennen, einen Blick erstmal auf die Ergebnisse. Soweit wir sie jedenfalls haben. Das ein oder andere Spiel konnte ja leider nicht stattfinden. Also, Aachen schlägt unter...